Ich hoffe, wir werden noch Level 15, dass wir unsere Fähigkeit noch bekommen. Bevor wir uns dem letzten Boss stellen. Aber ich bin ganz zufrieden. Es geht momentan noch relativ gut voran. Und mittlerweile sind wir auch nicht ganz so Fischfutter. Wie am Anfang. Aber wir verlieren trotzdem noch ziemlich viel Leben immer. Aber der Wirbelwind ist halt immer noch mit die coolste Barbarenfähigkeit. Zumindest soweit ich das jetzt beurteilen kann. Wenn wir natürlich den Barbar Level 20 haben, dann probieren wir mal irgendwie noch was anderes aus. Aber hier einfach durch die Meute durchwirbeln. Was will man mehr? Und wir machen noch mehr Schaden, vor allen Dingen. Und haben hier zwei defensive Spells, sozusagen. Mehr Fremde im Lager? So. Hier geht's runter. Oh, wo kommt ihr denn her? Oh. Unsere Axt hat Rang 1 erreicht. Da ist Nirel. Wie ist der Plan? Ich werde das unterwegs erklären. Na gut. Dann gehen wir. Na komm. Das geht mittlerweile echt gut. Wir konnten eben richtig lange wirbeln. Solange halt immer genug Gegner da sind. Halt, Moment, hier ging's runter. Ratmas Beschreibung des Rituals war schwer verständlich. Und Elias Notizen waren kaum besser. Ich glaube jedoch, ich weiß, wie ich erneut mit meiner Mutter sprechen kann. Dann... sprich mit deiner Mutter. Hier sind wir wieder. Die Brise, die vom Schwarzen See herüberweht. Spürt ihr sie? Beeilen wir uns. Mutter? Mutter, bitte. Kannst du mich hören? Mein kleines Vögelchen, du bist es. Ich kann dich retten, Mutter.
Ich verspreche es. Ich kann lernen, wie man... Mirel, hör auf! Von meinen eigenen Fehlern kann ich nicht gerettet werden. Dieser Körper ist nur eine Hülle. Mein Geist muss weiterziehen. Und du musst mich gehen lassen. Mutter, nein! Ich brauche dich. Du musst deinen eigenen Weg gehen, ohne mich. Aber ich kann dir noch ein letztes Mal helfen, bevor ich gehe. Du hast den göttlichen Segen. Dein Blut ist der nötige Schlüssel. Geliebt. Mutter. Nerel. Der Weg ist frei. Wir müssen gehen. Aber meint ihr, Lilith ist überhaupt noch da? Es ist so lange her. Ich befürchte, dieses Mal hat sie gewonnen. Außerdem muss ich mich... um meine Mutter kümmern. Doch es ist noch nicht vorbei. Nicht für euch. Lilith wollte zu Radma. Sucht ihn. Findet den Grund heraus. Ich kehre zum Gewölbe zurück. Ja? Alles klar. Ich spüre einen kalten Wind in meinen Knochen. So, da sind wir. Folgen wir Lilith. Ihr seid der letzte Besucher meines Sanktums. Auch wenn ihr zu spät kommt. Genau wie Lilith vor euch. Denn es war mein Vater Inarius, der zuerst hier ankam. Alles geschah, wie meine Visionen es prophezeiten. Wie schnell wir uns dem Ende der Prophezeiung nähern. Dem Ende der Prophezeiung. Einfach immer weg. 149. Okay, das war ein gutes Upgrade gerade eben. Es begann in Träumen. Ich sah zerrüttete Bilder vom Ende Sanctuarius. Die Schuppen einer großen Schlange trugen diese Visionen. Und so suchte ich sie auf. Meine Gedanken und die der Schlange trafen aufeinander und die zersplitterte Zukunft wurde zusammengefügt. Ich ordnete sie und die Prophezeiung ward geboren. Okay, irgendeine Schlange? Ich muss die Tumore zerstören, um weiterzukommen. Okay, dann zerstören wir mal die
Tumore des Hasses. Hier, du, oh, hier ist direkt einer. Eine Großaxt, weniger Damage. Nur noch zwei. Und wir haben eine Waffe gefunden. Plus 69. Das trifft sich gut. Autsch. Ring. Widerstand gegen Gift. Die Prophezeiung wurde zu meiner Bürde. Es gab andere, die davon wussten. Doch sie konnten das Wesen solcher Dinge nicht verstehen. Ich wusste, dass Inarius eingreifen würde. In dem Glauben, sie gelte ihm. Er sah sich selbst als Erlöser, der das Herz des Hasses in der Hölle durchbohrt. Oh, plus 2,6 Schaden als Rüstung. Noch ein Tumor. Damit fehlt nur noch einer. Und der wird hier unten sein. Stufe 15, sehr gut. So. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf Leben, oder? 10 zum maximalen Leben, oder? Mehr Schaden. Wir brauchen jetzt, glaube ich, mehr Schaden am Ende. Oh, Zweihandschwert, Stufe 3, das ist auch nochmal sehr gut. Also versperrte ich die Tore zur Hölle. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Inarius herausfinden würde, was ich getan habe. Und kommen würde, um den Schlüssel einzufordern.
Er hat die Tore zur Hölle verschlossen. Ein Streitkolben in Gelb. Aber die Axt ist besser. Wobei, was haben wir hier? 60 bis 90. Hier haben wir schnelle Waffe. Auch eine schnelle Waffe. 9 Schaden gegen gesunde Gegner. Hinzurichten. 5% Schaden gegen verlangsamte. 5% Schaden gegen Gegner in der Nähe. Ich probiere es mal mit 2 gelben. Das sind dann 2 Streitkolben. Vielleicht macht das ja auch schon den Unterschied, dass wir hier 2 Streitkolben haben. Du weigerst dich, mir den Schlüssel zu geben. Du stehst im Weg des Erlösers. Das heilige Blut in deinen Adern sollte kochen. Nichts, das du tust, kann die Zukunft ändern, die ich gesehen habe. Ich gestalte mein eigenes Schicksal. Und deine Prophezeiung ist nur ein kleiner Teil davon. Es ist zu groß, als dass eine undankbare Ausgeburt wie du es verstehen könnte. Die liebenden Worte eines Vaters zu seinem Sohn. Irgendwie nicht. Du musst nur eines verstehen. Sobald ich in der Hölle siegreich war, werden die hohen Himmel mich willkommen heißen. In meiner Heimat. Ich wünschte, das wäre wahr, Vater. Ja, die hohen Himmel, ob die ihm wirklich willkommen heißen? Verflucht sei dieser Ort. Ich werde verfolgt. Die Frage ist von wem? Hier können wir noch mal... Sanktum des Gleichgewichtes. Und da fällt mir noch was dazu ein. Wir können jetzt Technik zum Freischalten schließt. Oh, wir müssen hier eine Quest machen für die Technik. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen, aber erstmal geht's hier weiter. Liliths Klage. Nimm das. Kammer liegt nichts als Tod und Trauer. Ein passendes Grab für euch. Der macht ganz schön viel Schaden. Wir machen ganz schön wenig Schaden und kriegen aber verdammt viel Damage von ihm.
Na komm schon, immer drauf. Wir brauchen dringend Tränke. Okay. Sehr gut. Okay, können wir uns hier hinter ihm verstecken? Vielleicht, wenn er abgelenkt ist. Trank. Ich bin noch nicht bereit. Okay, das könnte eine Weile dauern. Na komm schon. Ah, wenn er den Angriff macht. Ich muss warten. Oh. Hier brauche ich auf jeden Fall einen Trank. Wir machen nicht wirklich viel Schaden bei ihm. Ja, wir kommen ja schon. Komm schon. Oh. Volle Tränke. Okay, hier können wir uns verstecken. Oh. Hier verstecken. Es sieht noch gut aus. Oh. Einer hat uns getroffen. Ich
Ich bin noch nicht bereit. Sieht gut aus. Gleich gibt's nochmal Tränke. Sehr gut. Zwei Tränke. Möge das Licht von Inarius uns beschützen! Sehr gut. Licht hat uns beschützt. Ich bin noch nicht bereit. Oh, oh, oh. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt wird's fies hier. Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. ...160 Stählung haben wir. Na komm schon. Ich muss warten. Wow, da hat uns eben voll erwischt. Ich glaube, da haben wir die lila Dinger abbekommen. Aber jetzt. Goldener Kopfschutz. 4% Schadensreduktion für jeden blutenden Gegner in der Nähe. Nice. 5,1 Widerstand gegen alle Schadensarten. Das hat sich dann nochmal richtig gelohnt. Oh, den Trank nehmen wir noch mit. Und wisst ihr noch, als ich euch gesagt habe, die bauen eine Rüstung? Und da war dieser Kopf drauf. Das ist die fertige Rüstung jetzt. Alles, was verlangt wurde. Der Schmerz ist jetzt fort. Eine gerechte Strafe. Ein stärkerer Mann hätte Venards Bestechung abgelehnt. Nerill. Nerill ist sie in Sicherheit. Sie ist sicher. Unser Treffen ist kein Zufall. Ich bin gekommen, um zu helfen. Übergebt ihr das für mich? Ich hätte es nie nehmen dürfen. Es ist so dunkel. Ich habe Buße getan. Glaubt ihr, es war zu spät? Nein. Nicht zu spät. Seht, das Licht ist gekommen. Um euch nach Hause zu tragen, mein Freund. Ja. Ja. Jetzt sehe ich es. Sie sind gekommen. Der arme Viggo. Und wir bekommen auch diese Rüstung nicht, um euren Wert zu beweisen. Ein goldenes Amulett. Das tauschen wir direkt aus. Und wir folgen Lilith. Gib mir den Schlüssel zur Hölle.
Ich werde nicht erneut darum bitten. Das musst du nicht. Ich hatte eine Vision, wie meiner Leiche der Schlüssel abgenommen wird. Unter dem wachsamen Blick der großen Schlange in meinem Sanktum. Wenn du auserwählt bist, wie du sagst, wird es geschehen. Okay. Sanktum des Gleichgewichts. Es ist zu ruhig. Wo ist sie? Ist er das? Ist das Radma? Lilles Blutblüten. Ich weiß nicht, ob du die Wahl getroffen hättest, in dieser neuen Welt an meiner Seite zu stehen. Radma. Aber ich hätte dir den Platz dennoch freigehalten. Und nun wurde mir alles geraubt, was du hättest sein können. Dieses Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Das soll es wohl nicht. Die Entschlossenheit des Lichtes. So. Wir müssen wieder zurück. Und zwar hier hoch. Dann reisen wir mal zurück nach Yelesna. Mit dieser Blase ist das mit dem Barbar jetzt, glaube ich, echt schon stark. Das ist dann quasi unser dritter Schutzzauber, den wir haben. So, da ist unsere Gute. Steht vor dem Grab ihrer Mutter. Wir haben was von Vigo für dich. Vigo wollte, dass ihr das bekommt. Er war ein guter Mann. Das war er. Und Lilith? War sie überhaupt hier? Habt ihr sie getroffen? Schon fort,
als ich kam. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Radmas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Dann war alles umsonst. Sie ist die Einzige, die bekommen hat, was sie wollte. Mirel. Sie war auf der Suche nach den legendären Horadrim. Nach Hoffnung. Sie fand beides nicht. Doch ihre Rolle in der Geschichte war noch lange nicht vorbei. Tatsächlich sollten wir sie mehr brauchen als sie uns. Damals hätte das allerdings noch niemand gedacht. Inarius war tatsächlich so unzuverlässig, wie ich es befürchtete. Seine Selbstsucht trieb ihn dazu, seinen Sohn Radma zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Wo würde sie ihn verwenden? Es lag an uns, das herauszufinden. Und damit haben wir Akt 1 abgeschlossen. Sehr, sehr cool. Okay. Und uns fehlen noch genau 5 Level bis Level 20. Und dann können wir noch ein bisschen mit dem Barbaren ausprobieren. Aber das Ganze machen wir nicht mehr in dieser Folge. Ich gehe dann zurück nach Kyovashad. Und wir müssen ja jetzt auch noch hier die Expertise, das werden wir in der nächsten Folge erstmal machen. Gucken, was wir hier waffentechnikmäßig freigeschaltet haben. Barbar Meister des Kampfes werden wir abschließen. Und mal gucken, was wir hier noch gelevelt kriegen. Und vielleicht kriegen wir mit Level 20 irgendwann noch eine relativ gute Barbaren-Skillung hin. Wobei mir es momentan auch... Wir haben eine relativ einfache Skillung momentan mit Wirbelwind, Raserei, hier unserem Kriegsschrei und der Eisenhaut. 2 Schutzspells. Hat relativ gut geklappt am Ende. Bin ich relativ glücklich. Ja, okay. Dann gehen wir zurück nach Kyovashad, verkaufen unsere Sachen, die wir noch dabei haben. Und leveln uns dann auf Level 20 hoch und probieren noch ein bisschen mit dem Barbaren aus, was so geht. Aber das alles in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.